So, herzlich willkommen zu unseren drei Webinaren heute. NetXP Verein Praxis, Kautionen erheben und buchen, NetXP Verein Praxis, Aufwands- und Sachspenden buchen und noch einmal NetXP Verein Praxis, dann werden wir ganz am Schluss dann Darlehen buchen. Bei dem letzten werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit nicht benötigen. Ja, wir starten, wie gesagt, mit den Kautionen und erstmal hier ein paar warme Worte, was die Kautionen betrifft. Kautionen werden in Vereinen erhoben für alles Mögliche. Für die Ausgabe von Schlüsseln, für Schließanlagen, für Turnhallen, für Umkleiden, für WCs, für alles Mögliche. Kautionen werden auch erhoben, unter anderem eben bei Karnevalsvereinen für ausgeliehene Karnevalskostüme. Kautionen werden in Vereinen erhoben für allerlei Dinge, die man sich eventuell vom Verein leihen kann, damit man die also auch sicher wieder zurückbringt. Und diese Kautionen, die nehmen wir, die vereinnahmen wir. Das heißt, die stärken entweder unser Girokonto oder unsere Barkasse. Und jetzt ist es natürlich ein riesengroßes Problem, diese Kaution, denn diese Kaution, ich habe mich gerade das falsche Wort gesagt, das ist keine Einnahme, sondern die Kaution ist eine Sicherheitsleistung, die in derselben Höhe wieder zurückgegeben muss, wenn eben der Sicherheitstausch stattgefunden hat. Im Endeffekt ist eine Kaution ganz einfach zu erklären. Ich nehme von jemandem eine kleine Geldsumme und er bekommt dafür, also nicht bekommt, sondern ich überreiche ihm dafür ein Ding. Und wenn er mir das Ding wieder zurückgibt, dann kriegt er sein Geld wieder zurück. Diese Kautionen dürfen nicht verzinst werden, dürfen nur geringst verzinst werden. Und außerdem müssten wir dann auch diesen Kautionsbetrag mit eventuell angefallenen Zinsen auch wieder entsprechend zurückbuchen. Ja, wie verfahren wir jetzt hier in NetXP Verein damit? Hier habe ich jetzt zwei Sachen heute mal angedacht. Zum einen werde ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie wir anhand einer ganz einfachen eigenen Tabelle wir es eben ermöglichen können. Entschuldigung. Geht es jetzt schon los? Also wie wir das anhand einer ganz einfachen Liste eben erfassen können, welche Kautionen wir vereinnahmt haben und welche wir und auch den Wert der Kaution, wann diese eingezahlt wurde, für was das Ganze eingezahlt wurde. Und auf der anderen Seite erfassen wir natürlich auch den buchhalterischen Teil. Das bedeutet, wir müssen natürlich das irgendwo so vereinnahmen, das Geld, dass also jeder das sieht, dass das eigentlich gar nicht uns gehört. Das heißt, der Wert des Vereins darf durch diese vereinnahmten Kautionen nicht steigen. Denn es kann ja jederzeit sein, dass wir die Kaution zurückgeben müssen. Das Ganze beginnt als angemeldeter Admin unter Verwaltung, Optionen, wie wir die letzten Male auch schon gemacht haben. Das ist eben der Vorteil von dem ganzen Mitglieder und dann in den eigenen Tabellen. Hier würde ich jeden Verein, der so Schlüsselkautionen zum Beispiel oder Karnevals, Kostümkautionen oder alles andere anlegt, würde ich also hier empfehlen, die eigentlichen Kautionen, den eigentlichen Kautionsvorgang hier entsprechend zu erfassen, damit man eben weiß, wann man zum Beispiel einen Schlüssel ausgeliehen hat, mit welcher Schlüsselnummer man den ausgeliehen hat und ähnliches. Ja, und wer so eine alte, nenne ich es jetzt mal, Schließanlage hat, der weiß ja relativ genau, dass es hier, oder dass hier jeder Schlüssel eine eindeutige Nummer hat. Und es ist übrigens auch wichtig, dass man weiß, wer welche Schlüsselnummer bekommt. Denn wenn jemand einen Schlüssel verliert, und das ist mir bei uns im Verein schon mal passiert, und ich wusste es dann leider nicht, weil es schon jahrelang her ist, dann findet man einen Schlüssel und sieht die Schlüsselnummer und merkt, Mensch, irgendjemand hat den Verlust des Schlüssels nicht gemeldet. Wir wussten aber schlussendlich nicht, wer das war. Hätten wir uns die Schlüsselnummer notiert auf einer Liste und den Namen dahinter geschrieben, hätten wir genau feststellen können, wer eben diesen Schlüssel ohne Meldung hier entsprechend verloren hat. Das bedeutet also, ich würde jetzt mal hier beginnen mit hinzufügen und lege mir hier eine Tabelle Schlüssel an. Genau, legen wir hier eine Tabelle Schlüssel an. In dieser Tabelle brauche ich das Mitglied nicht. Ich lege mir hier ein neues Feld an.
Das ist dann eine Ganzzahl. Das ist die Schlüsselnummer. Die Schlüsselnummer. Und die ist einzigartig, also als einzigartig kennzeichnen bedeutet, jede Schlüsselnummer darf in der Tabelle Schlüssel eben nur einmal erfasst werden. Hoppla. Die Schlüssel sind heute alphanumerisch. Herzlichen Dank, stimmt, ja, das ist richtig. Macht man einfach einen Text und sagen wir auch hier eben als einzigartig kennzeichnen. Übrigens etwas ganz Neues gibt es hier in diesen eigenen Tabellen. Wir können also jetzt bei jedem einzelnen Feld anhaken, dass sich dieses Tabellenfeld auch in der Mitgliederliste anzeigen lassen oder angezeigt werden kann. Nur so für nebenbei einmal. So, ich habe eine Schlüsselnummer. Und weil ja diese Schließanlagenschlüssel immer teurer werden, können wir eventuell noch was erfassen. Und zwar dezimal. Und zwar den Einstandspreis. Also praktisch die Summe in Euro, die wir hier jetzt bezahlt haben. Das ist durchaus ein Wert. Also 24,50 habe ich jetzt erstmal bei einer Schließanlage pro Schlüssel bezahlt. Das ist also ein durchaus reeller Wert. Übrigens, wer mal so eine elektronische Schließanlage braucht für einen Verein, der sollte sich mal bitte mit mir in Verbindung setzen. So viel nebenbei, weil da gibt es was ganz Interessantes, finde ich. Ja, ich bin fertig. Ich speichere diese Tabelle. Mit einem Klick auf die Taste Bayern. Dann füge ich eine zweite Tabelle hinzu. Das ist die Tabelle Schlüssel. Da haben wir heute Kautionsschulung, also machen wir auch Schlüsselkaution. Ich will hier zusätzlich zum Mitglied noch eine andere Tabelle einfügen. Und zwar eben die Tabelle der Schlüssel. Mit der Schlüsselnummer ganz oben, passt, übernehmen. Ja, jetzt haben wir das Mitglied und die Schlüsselnummer und jetzt brauchen wir noch zwei Datumsfelder. Einmal das Datumsfeld ausgeliehen am Datumswert, dann neues Datumsfeld. Zurückgegeben am, ebenfalls wieder ein Datumsfeld, dann Kaution, also ein, machen wir jetzt mal Dezimalfeld, Kaution hinterlegt, können wir auch mit Standardwerten arbeiten, ich würde also also was scheue, so immer 50 Euro sowas verlangen. Und noch ein Ja-Nein-Feld. Kaution zurückbezahlt. Genau, ein Ja-Nein-Feld, standardmäßig Nein. Zum Beispiel könnte man sich jetzt auf diese Art und Weise eben so eine Tabelle eben entsprechend erstellen. Ja, ich speichere diese beiden Tabellen. NetXP-Verein startet daraufhin einmal neu. Und damit sind diese beiden Tabellen aktiv und können entsprechend gefüllt werden. Diese Tabelle, die Tabelle Schlüssel, wird gefüllt unter mitgliedereigene Tabellen, denn diese Tabelle Schlüssel, die gibt es nicht. Im Endeffekt jetzt in den Mitgliedern, da wir ja keine Mitglieder hier hinterlegt haben. Und ich habe die Erweiterung der eigenen Tabellen, also jetzt kann ich ganz schnell erfassen. AB125. Und dann machen wir nochmal einen anderen Wert. Einen anderen Wert. 25, 50. Die werden ja übrigens immer teurer. Je länger man so eine Schließanlage hat, desto teurer werden die Schlüssel. Ja, Kühli. G
Genau, also jetzt habe ich hier mal ein paar Schlüssel eben erfasst. Und diese Schlüssel, die ich hier erfasst habe, die können wir jetzt entweder hier über diese eigene Tabelle Schlüsselkaution eben an unsere Mitglieder ausgeben. Was aber natürlich noch viel realistischer ist, dass wir das Ganze über das entsprechende Mitglied machen. Also wir könnten jetzt hier natürlich erfassen, dass ein bestimmter Schlüssel von einem bestimmten Mitglied ausgeliehen wurde. Wir können das aber natürlich auch direkt im Mitglied einzeln erstellen. Das heißt, die Emilia Mertens zum Beispiel, die hat jetzt unter den eigenen Tabellen, fügen wir hier eine Schlüsselkaution hinzu, hinzufügen. Die hat den Schlüssel AB123 ausgeliehen, und zwar ausgeliehen heute und hat 50 Euro bezahlt. Genau. So. So auf die Art und Weise könnte man also jetzt ganz einfach eben diese Schlüsselausgaben erfassen. Und ich zeige Ihnen noch gleich einen Trick. Also jetzt fangen wir den nächsten an. So, jetzt haben wir praktisch zwei Schlüssel ausgeliehen und würden das also jetzt hier in den eigenen Tabellen eben entsprechend auch sehen. Also hier würde man natürlich jetzt alle unsere Einträge sehen. Ja, und später natürlich, wenn jemand diese Kaution, einen Schlüssel wieder zurückbringt, wird die Mertens Emilia, dann hat diejenige eben diese Kaution zurückbezahlt und braucht dann eben entsprechend nicht mehr abgerechnet werden. Ja, theoretisch könnte man natürlich diese Tabelle auch zur Abrechnung verwenden. Nur Schlüsselkaution wird selten abgebucht, meistens bar bezahlt. Na, bei mir wird es abgebucht, neuerdings. Das ist der erste Teil. Das ist im Groben jetzt im Endeffekt, wie wir mit der sachlichen Problematik einer Schlüsselkaution oder anderen Kautionen eben verfahren. Dass wir eben eine eigene Tabelle erstellen können, mit deren Hilfe wir eben diesen Ausleihvorgang eben sachlich erfassen. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, jetzt brauchen wir aber noch etwas, einen zweiten Teil, und zwar den finanziellen Teil. Wir müssen jetzt auch irgendwo die Vereinnahmung dieser Kaution entsprechend erfassen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich wechsle jetzt mal in das Register Finanzdaten, Konten. Und Sie sehen, bei mir hier gibt es also eine ganze Menge Konten. Es gibt eine Barkasse und es gibt also ein paar inaktive Konten. Aber was also hier komplett fehlt, ist eben ein sogenanntes Kautionskonto. Wie vorher erwähnt, darf die Zuführung einer Kaution zu den Finanzen eines Vereins das Ergebnis des Vereins nicht verändern. Egal, ob wir das Ganze jetzt hier in der Barkasse vereinnahmen oder ob wir das Ganze hier beim Girokonto vereinnahmen. Die Vereinnahmung einer Kaution darf schlussendlich das Ergebnis des Vereins nicht verändern. Wir müssen also das hier darlegen, dass wir auf der einen Seite zwar das Geld eingenommen haben, also vereinnahmt haben, auf der anderen Seite aber eben, ich sage jetzt mal, so eine Art Schuldenkonto haben, bei dem wir das Ganze auch aufnehmen, damit wir es eben auch später wieder ausgeben können oder zurückgeben können. Und das Ganze funktioniert relativ einfach, und zwar mit einem neuen Konto. Und das ist dann ein Konto, ein internes Konto, eine Barkasse internes Konto. Und das nennen wir zum Beispiel Schlüsselkautionen. Also müssen Sie vielleicht nicht verschreiben. Schlüsselkautionen. Wie gesagt, das ist ein Barkonto, intern geführtes Konto. Speichern. Fall 1, wir ziehen den Schlüsselpfand ein per Girokonto. Wenn wir das machen, dann würden wir ja jetzt im Endeffekt eine Sekunde, ich muss das mal wegschieben da. Wir würden ja dann jetzt hier eine Einzelbuchung machen am Girokonto. Die Emilia Mertens muss das zahlen, neuen Posten hinzufügen, 50 Euro. Und jetzt ist die Frage, wo wird denn das Ganze hingebucht? Ich sage es jetzt ganz einfach, das wird gebucht auf Eröffnungs- und Umbuchungen auf Einzahlung 90 10
da es sich hierbei um eine Einnahme handelt. Wie es weitergeht, zeige ich gleich. Also, das wird jetzt als Einzahlung gebucht, übernehmen. Dann würde man da noch reinschreiben, Schlüsselkaution. Würden dann sagen, erstellen. Die bräuchte natürlich hier IBAN, ist ganz klar, macht nichts. So, und wir würden von der Bank dann irgendwann mal, wenn wir eben die Kontoumsätze abholen, würden wir eben 50 Euro von der Emilia Mertens erhalten. Also neuen Kontoumsatz. Schlüsselkaution. Bam. So, und wie gesagt, diese 50 Euro, die buchen wir ganz einfach jetzt mit Teil 1. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten zum Beispiel sogar. Also es muss, wir könnten jetzt hier ein neues Konto anlegen. Ja, machen wir vielleicht. Na, schauen wir mal. Also, wir hätten jetzt irgendwo hier unten unsere 50 Euro, die wir von der Emilia Mertens erhalten haben. Und die buchen wir jetzt. Und das Ganze buchen wir jetzt auf eventuell ein neues Konto. Also, das hier merkt automatisch, dass es für die Emilia Mertens schon was gibt. Auf Einzahlungen, das könnten wir jetzt auch überschreiben, wenn wir wollten. Und zwar könnten wir auch im Bereich 9 hier zum Beispiel ein neues Konto hinzufügen. Und das könnten wir jetzt nennen 9030. Schlüsselkautionen. Oder? Weil das können wir dann schön überprüfen, ob das wunderbar aufgeht jetzt ja. Also Schlüsselkautionen extra oder Transit, also man kann natürlich das auch, könnte man über Umbuchungen machen, das ist ja egal. Aber ich mache jetzt extra mal ein ganz eigenes Konto, Schlüsselkautionen hier. So, und wir buchen das Ganze. Jetzt momentan schaut es bei uns so aus im Verein, dass wenn wir jetzt die Finanzen auswerten würden, dann hätte unser Verein ja den Wert von 50 Euro zugenommen. Das wollen wir aber nicht, denn wir wollen das Gleiche jetzt wieder zurückbuchen. Und zwar auf das sogenannte Schlüsselkautionskonto. Das heißt, ich wähle mir oben jetzt dieses Schlüsselkautionskonto, wähle mir jetzt wieder den gleichen Buchungspartner aus, Mertens Emilia, füge einen Posten hinzu und jetzt schreiben wir rein, minus 50 Euro. Und zwar für die Schlüsselkautionen. Ganz einfach. Wir machen jetzt hier eben rein, für die Schlüsselkaution haben wir erst 50 Euro eingenommen und jetzt buchen wir 50 Euro wieder aus. In unseren Konten würde das jetzt so aussehen. Das Girokonto ist jetzt um 50 Euro reicher, blöd gesagt, also höher. Und dieses Schlüsselkautionskonto beginnt mit minus 50 Euro. Und jetzt machen wir das. Wir buchen jetzt hier rein und die ganzen Kautionen werden hier reingebucht und reingebucht und reingebucht und reingebucht. So, irgendwann kommt die Mertens, Emilia, und sagt, du pass mir auf, lieber Freien, ich habe einen Schlüssel, den brauche ich jetzt immer. Mein Zunga-Kurs ist zu Ende, ich brauche den nicht, ich gebe dir den jetzt mal zwischenzeitlich zurück, ich will meine Kaution wieder. Dann würden wir natürlich also jetzt erstmal reingehen und sagen, okay, liebes Mitglied, das glaube ich haben wir eh gerade vorher gemacht, gell? Mertens Emilia, die hat einen Schlüssel ausgeliehen. Genau, die hat den Schlüssel ausgeliehen und jetzt geben wir der diese Kaution wieder zurück. Buchhalterisch erfassen wir das jetzt ganz einfach. Jetzt zum Beispiel geben wir diese Schlüsselkaution bar zurück aus der Barkasse. Die bekommt den 50er gleich bar. Sagen wir, okay, Mertens Emilia, neuer Posten, minus 50 Euro. Die IA-Stelle ist jetzt wieder Schlüsselkaution. So, die bekommt jetzt 50 Euro bar von uns für die Schlüsselkaution.
herstellen. Jetzt ist die Barkasse um 50 Euro geringer und jetzt müsste man diese Gegenbuchung am Schlüsselkautionskonto wieder erzeugen. Ebenfalls Mertens. Genau, und hier haben wir jetzt eben die Gegenbuchung. Das bedeutet, hier haben wir jetzt eben eine, schreiben wir uns 50 Euro von unseren Schulden wieder zurück. Wieder Schlüsselkautionen und erstellen. Und jetzt ist das buchhalterisch wunderbar erfasst. Und wir können am Jahresende das wunderbar überprüfen, ob das alles gepasst hat, was wir machen. Und zwar, indem wir in unseren Auswertungen uns mal hier das Schlüsselkautionskonto anschauen. Jetzt habe ich einen Schmarrn gemacht. Ich brauche natürlich alle Konten und brauche hier unten dann das Kautionskonto. Ja, Sekunde, das macht man natürlich nicht auf einmal. Der muss die EA-Stellen einmal am Anfang laden. Und jetzt eben Schlüsselkautionen, alle Konten, Ergebnis. Und jetzt würden wir eben hier alle Einnahmen und Ausgaben sehen, die also jetzt eben diese Schlüsselkautionen betrifft. Das heißt, wir haben also einmal die 50 Euro ausbezahlt, wir haben die 50 Euro, Entschuldigung, wir haben die 50 Euro erhoben, wir haben die 50 Euro zurückbezahlt und dieses Schlüsselkautionskonto geht eben auch in dem Jahr genau auf. Das heißt, die Summe aller Buchungen ergibt 0. Und trotzdem können wir eben dem Finanzamt erklären, dass er Geld eben, das jetzt eventuell im Girokonto oder in der Barkasse liegt, eigentlich gar nicht zum Verein gehört, sondern eben zurückbezahlt werden muss. So einfach ist es mit der Kaution. Das funktioniert seit Jahren wunderbar. Also ich kenne viele Vereine, die das so machen. Ich hoffe, dass das soweit verstanden wurde und stelle mal die Frage, gibt es dieser welche noch, also Fragen? Ja, wie machen wir es jetzt dann? Die verliert den Schlüssel, die Kaution ist dann hinfällig. Jetzt muss ich es ja irgendwo im Verein dann zubuchen. Das ist richtig, ja, ganz genau. Also dann würde ich das einfach jetzt ausbuchen wieder, also wenn die diesen Schlüssel verliert. Also das ist sowieso, also bei mir übrigens steht drauf auf meinem Schlüssel, also auf meiner Schlüsselausgabe, dass bitte der Schlüsselempfänger bitte das prüfen sollte, ob er auch im Besitz einer Haftpflichtversicherung ist, die den Verlust von Schließanlagen Schlüsseln ersetzt, denn das kann natürlich teuer werden. Wenn man Schließanlage mit 200, 300 Schlüssel hat, dann kostet er zigtausend Euro. Also das sollte man, das weise ich immer mit dieser Schlüsselkaution darauf hin. Jetzt gehen wir mal her und sagen wir mal, okay, wir geben jetzt das Geld nicht mehr zurück. Das heißt, ich nehme diese Barkassenbuchung jetzt mal raus, okay? Zuordnung aufheben, offenen Posten löschen und auch das hier unten nehme ich weg. Na, Schmarrn, halt da. Einmal muss ja drin bleiben. Einmal muss drin bleiben, ja. Stimmt, genau. Also Schlüsselkauz, habe ich gerade einen Hänger. Im Girokonto habe ich 50 Euro, also muss ich das hier rauslöschen. So, also, so schaut es momentan aus. So haben wir das Ganze jetzt vereinnahmt. Jetzt verliert die den Schlüssel. Jetzt müsste man natürlich das ausbuchen. Das heißt also, wir müssen das jetzt aus dem Kautionskonto ausbuchen, diese 50 Euro. Das würde also bedeuten, okay, wir gehen also mit einer Einzelbuchung her. Auf Konto Schlüsselkautionen. Mertens. Und buchen hier die 50 Euro aus, wieder auf Schlüsselkaution. Also ich buche die jetzt aus dem Schlüsselkautionskonto aus, übernehmen und jetzt
buche ich die eben mit dem gleichen Schlüssel Kautionskonto eben zum Beispiel, wo wollen wir es denn buchen? Sagen wir mal, das war der Schlüssel für die Turnhalle. Und jetzt buchen wir die. Ja, das ist eigentlich ein Schmarrn. Das ist Einnahmen. Ist eigentlich keine Einnahme. Das ist ja das Problem. Wir müssten es ja eigentlich jetzt eben gegen Ausgaben. Ja, das ist schon eine Einnahme. Ja, ist schon eine Einnahme. Ja, freilich. Also, ich bräuchte dann hier natürlich ein Konto extra eins. Sonstige Einnahmen oder was? Ja, irgend sowas, genau. Genau. Und würde das dann ja, natürlich mit 50 Euro gegenbuchen. Und jetzt haben wir das eben vereinnahmt in unserer Einnahmenausgabenrechnung. Ist die Frage somit erklärt? Ich glaube schon. Also ich habe noch ein Problem. Welches? Herr Spahn, wie sieht denn das aus bei der Einnahmenüberschussrechnung? Diese 50 Euro oder die 100 Euro? Also beispielsweise, ich habe ja bei mir Schlüssel für die Anlage. Dafür wollen wir von jedem Mitglied 20 Euro haben für den Schlüssel. Ja. Ja. Und ich habe vielleicht 100 Schlüssel unterwegs. Ja, ja, ja. Ja. Und die sind aber wirklich dann über Jahre weg. Ne? Die sind über Jahre draußen. Weil ich bei dem nichts zu tun. Der gleiche Betrag, der fälschlicherweise, der als Einnahmenseite in der EAR auftaucht, der taucht ja auch in der EAR als Ausgabe auf im Konto Schlüsselkautionen. Das ergibt ja in Summe wieder null. Mhm. Das ist ja der Witz, dass ich also beide Konten eben in die EAR aufnehme. Ich habe natürlich irgendwo da drin, habe ich Schlüsselkautionen eingenommen. Das heißt, ich habe einen Wert vereinnahmt, aber gleichzeitig schulde ich ja den Wert auch. Und das ergibt eben genau in der Summe wieder rum null. Also im Kassenbericht kann man ja das darstellen, dass das Girokonto meinetwegen 10.000 Euro plus hat. Davon sind aber meinetwegen 1.500 Euro Kaution für Schlüssel. Das sieht man ja in der Vermögensaufstellung, das sieht man ja in der Kontoauswertung. Da sieht man ja, wenn man sich das Schlüsselkautionskonto Jahr für Jahr ansieht, dann sieht man genau in Summe, wie viel jetzt genau Kaution in dem Moment, also hier, zu viel drin ist. Weil man immer über den Gesamtbestand sieht. Das machen wir schon seit Jahren so. Ja. Also das ist schon. Das funktioniert ja ganz gut. Also das ist völlig, völlig easy, sage ich jetzt mal. Kann ich doch aber theoretisch über Projekte abbilden. Geht ganz genauso gehen, ja. Ja, also bei uns ist es ja so, wir machen gar nicht die ganze Buchhaltung hier drin. Die Buchhaltung wird separat gemacht und ich habe einfach im Bereich Vermögensverwaltung ein Konto gemacht, Kaution und dann ziehe ich das Ganze über einen Beitrag ein. Und dann kommt das so, geht der auf das EA-Stelle Kaution und fertig. Ja, das ist auch. Aber ich brauche halt natürlich auf der anderen Seite die Gegenbuchung, damit ich eben das sehe, dass das nicht wirklich Geld ist, das mir gehört, sage ich jetzt mal als Verein. Ja gut, wenn ich weiß, dass es in der EEA an der Stelle steht als Kaution, dann wird es als Kaution in einem separaten der Buchhaltung erfasst. Das ist kein Thema. Ja, genau. Ja. EEA stellt auf Jahreskostenstellen. Das ist doch nicht jahresüberschreitend. Das, also bei teilweise mir. Doch. Wie bitte? Teilweise ist es jahresübergreifend. Beim Schlüssel ist es jahresübergreifend. Ja, du hast ja, genau. Deswegen kann ich keine EA-Stelle dafür nehmen. Das mag sein, aber weil wir die Buchhaltung nicht über das System machen, ist das kein Problem. Ja, genau. Also ich würde das immer über die Konten machen, nicht über die EA-Stelle, weil das Konto eben immer das Gesamte, also die Gesamtzeit betrachtet, also vor Anfang, vor Öffnung des Kontos bis jetzt. Und die EA-Stellen sind eben zeitabhängig. Genau. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem zweiten, weil nicht, dass da jemand wartet und dann sich denkt, warum kommt der nicht. Also ich schließe jetzt die Schulung und öffne sofort die nächste, eben die sich mit den Sachaufwandspenden oder die sich um die Sachaufwandspenden, das sehen wir jetzt dann gleich. Das ist jetzt praktisch dann fast genau das gleiche Thema nochmal, auch mit diesen Verrechnungskonten. Bis gleich. Bis gleich.